Oh, hallo und herzlich willkommen zurück bei Tech Town mit dem Dingens da. Hier. Also wir machen nur noch zwei Folgen jetzt, ne? Übrigens so. Nebenbei. So, ja, gut. Ah, scheiß Enderman. Stirb. Alter, hier spawnt alles drin. Unser Öl ist voll. Ja, wir haben die Ölquelle einfach mal straight leer gesaugt. Passt voll. Richtig. Der erste Tank ist noch nicht ganz. Warte mal, wo wollte ich denn jetzt hier? Ich muss hier die Basic Logistic Pipe hinmachen. Wo bist du? Achso. Bei der neuen Dingens. Davon kannst du gleich einen Screenshot machen, ne? Wie das dann float. Jupp. Ich muss nur die Ranch holen, ich muss noch ein bisschen was einstellen gerade. Und ich brauch, gerade mal. Warte mal, was mache ich denn? Ich brauch mal die Pipe von der Quarry. Muss ich gerade einfach mal missbrauchen. Die Query können wir dann noch gleich anschmeißen, ne? Jo. Die können wir gleich dann anschmeißen. So, hier lang, runter und... Warte mal, das mache ich jetzt... Mache ich das zuerst? Ja, das sollte ich eigentlich tun. Oder... Oh nein! Creeper, what the fuck. Wenn die Creeper hier hochgehen neben der Black Coal Chest, dann haben wir ein richtiges Problem. Willst du gerade eine Fackel nun hier vielleicht schon mal anbringen? Das wäre super. Dann fühle ich mich nicht so unsicher. So, auf Frequenz 20, Send and Receive. Ist nur einer, kann aber nicht sein. Achso, ihr seid auf der 128, stimmt ja. Die Ausgänge für euch, also Fips und du, sind auf der 128 geregelt. Ich habe hier gerade deine Fackeln vorbei, Dingensen sehen. Oh. Jetzt brauche ich natürlich ganz kurz noch die... Also gleich funktioniert das System natürlich ganz kurz nicht. So, warte mal. Wrench. Sollte aber auffallen. So, und gleich kannst du gucken, wenn du willst. Moment. Extractor MK3 Modul ist installiert. Alter, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Sonst ich kack mir so ein, wenn das jetzt nicht funktioniert. Warte, wenn ich jetzt auf Tier auf Default Root stelle, dann geht's los. Warte noch nicht, ich guck noch nicht, ich guck noch nicht. Wo bist du? Achso. So, jetzt. Okay. Ich stelle hier jetzt auf Default Root, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bam. Wow, 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 das ist ja unfassbar. Oh mein Gott. Lol. Wow. Wieso funktioniert das nicht? Moment. Wait. Why is this happening to me? Ich glaube, ich weiß warum. Aber ich glaube es auch nur. Okay. Ich sag send and receive. Geht's jetzt? Jetzt geht's los. Ui. Alter, what the fuck? Guck mal in die Pipe rein. Komm mal hierher. Oh, oh, die Energy, die Energy vom System geht gerade auch übelst runter. Weil so viele Items da durchflohen. Scheiße. Komm mal her, hier. Guck Alter. Mal die, guck mal die Pipe davon an. Die Logistic Pipe da. Ja. Da ist so ein blauer Schimmer die ganze Zeit. Den sehe ich gar nicht. Weißt du gar nicht, was bei mir... Alter, hör auf mit dem Ding hier! Wenn die Kiste hochgeht, ich bring dich so um. Wow. Alter, ohne Mach Scheiße, ich bring dich so um, wenn diese fucking... Ah, du musst die Graphics auf Fancy stellen, dann sieht das natürlich auch alles viel schön aus. Screenshot, Screenshot. Alter. Bling, bling! Ich nehme mal lieber das Power Tour aus der Hand. 1 auf 15... 16, okay, es geht voran. Also wir lagern gerade echt 98 Seiten von der Black Hole Chest um. Heilige Scheiße. Und wie macht, wie sieht's mit der Energie aus? Ja, wenn die Energie leer... Oh, wir sind schon bei der 3 Viertel von der Energie weg. Oha. Also nein, ein Viertel von der Energie ist weg. 3 Viertel sind noch da. So. So läuft der Hase. Alter, wie das aussieht. Lol.
Richtig, richtig lol. Naja, YOLO, ne? Wie sieht's hier in der MFSU aus? MFSU funktioniert noch. Ich sollte vielleicht gerade mal eine richtige, komplette einzelne Leitung an die MFSU, von der MFSU an das System legen. Ich glaube, ohne kommen wir gleich in Schwierigkeiten. Achso, die Seiten in der Kiste generieren sich einfach so und bleiben dann auch, wenn die Kiste leergesaugt wird. Okay. Wir sind gerade bei Seite 33. Wenn du auf Seite 35 blätterst, dann siehst du, wie sich die Kiste leert. Nach und nach. Warte. 20. Oha, das geht aber schnell, du. Ist so. Ja. 58, 57, 56.000, ne. Oh oh. Also, es hört einfach dann auf, beziehungsweise geht dann nur noch relativ langsam, wenn das, wenn die Energie verbraucht ist. Also, Energie fließt nach, aber sie kann nicht so schnell nachfließen, dass das reichen würde, weißt du? Verstehst du. Mhm. 44 Seiten, naja, mal gucken. Aber so ist die Kiste wesentlich besser geschützt und ist einfach besser. Alter, hör auf mit dem Ding, ich spür's dir. Ohne Scheiß. Warte mal, ich bring dich um. Was passiert, wenn man, müssen wir es ausprobieren? Auf Reinforced Zone damit. Probier's nicht aus, ohne Scheiß, das ist mir zu risk. Dafür ist es mir zu viel wert, um da irgendwelche Scheiße zu machen. Ups. Jetzt ist die Black Hole Chest weg. Ist klar. Obwohl die Items flowen eigentlich hier immer noch ganz gut durch, sehe ich gerade. Auch wenn die Energie leer ist. YOLO. Wie viele Seiten sind das denn noch? Ja gut, es geht halt jetzt etwas langsamer, aber es float immer noch. Ganz geil. Der Flow gut? Ja, der flowen ganz gut. Gut, einfach mal Black Hole Chest umgelagert und es laggt gerade irgendwie. Also so Mikro-Lags. Nicht Mikro-Lags, sondern Allgemein-Lags. Bei mir nicht. Ach, das ist wahrscheinlich auch noch. Ich kann mir gerade noch mal hier auf Fahrstelle. Wo geht's wieder? Hm, merkwürdig. Hier sieht so geil aus. Wir können eigentlich mal weitermachen. Wir nehmen. Können eigentlich von unten direkt schon mal alles anschließen, soweit. Hey, hier ist ein Enderman. Verpiss dich! Ah! Okay, er ist tot. Nehmen wir hier schon mal alles ab. Ich weiß gar nicht, sollen wir die ganzen Gerätschaften und so, die das craften und so, auch da in das Haus machen? Dann müssen wir es aber ein bisschen größer machen. Oder einen Keller bauen. Oder ein zweites Geschoss. Ein Dachgeschoss wäre geil. Oder wir lassen es einfach bei dir. Ja, aber den Keller will ich eigentlich sowieso so ziemlich weg haben. Ach so. Ja. Dass wir hier ja, vielleicht noch eine zweite Etage draufsetzen? Dann machen wir einfach, schließt du das Ding ein. Wie ein? Ja, dass man da nicht mehr rankommt. Einfach so halt. Dass, ja, aber ich würde schon noch, rankommen würde ich schon, aber ich würde hier noch eine zweite Etage drauf machen, dass wir hier oben in die zweite Etage die ganzen Crafty-Dinger und das machen. Ja, okay. Und oben aufs Dach machen wir Solarzellen. Und auch noch ein paar Energiespeicher, sodass. Könntest du mal aufhören, die Welt zu zerstören? Hey, die Blöde. Das macht so Spaß. Es ist ja kein Grund. Okay, dann mach ich so mit einem kleinen Riss. Was wollte ich denn jetzt machen? Du bringst mich voll aus dem Konzept hier, ja. Yes, ja. Ich nicht. Die Schüsse. Provider Logistic Pipe kommt hier drin. Basic Logistic Pipe hier kommt jetzt nicht dran. So. Ah, hier ist Reinforced Stone. Warte mal, das probiere ich jetzt gerade mal aus. So, und dann gehen wir einfach mal hier direkt so straight drumherum.
Logistik Chassis MK3. Kommen da dran. Das kommt da rein. Auch wenn es eigentlich unnütz war, aber egal. Okay. Die flowen hier immer noch. Dürfte aber gleich fertig sein. Dauert das lange, Reinforced Stone abzubauen. Ja, es ist so. Hier müssten wir natürlich so eine hin und da auf der Seite können wir es zumachen. Boah, das dauert ja richtig lange. Tja. Okay, so geht's natürlich auch. Okay. Dann ist die Provider Pipe angeschlossen, Send and Receive. Und wir können das System eigentlich theoretisch schon wieder nutzen gleich. Jo. Also theoretisch. Muss halt erstmal die ganzen Items umlagern jetzt. Na. So kann man gar nicht scrollen. Okay. Schauen wir mal durch. So. Jetzt mal ausprobieren. Voll aufgeladener Schuss. Bitte funktioniert. Ich habe keinen Bock, den Mist abzubauen. Verdammt. Also ich glaube, Reinforced Stone ist echt so stabil, dass da relativ chancenlos bist. Scheiße. Egal, haben wir eine Zielscheibe. Lol. Ich lasse das System gerade mal wieder aufladen. Jo. Und dann machen wir den Rest gleich. Okay, man kann schon wieder auf 200.000 Cobblestones schon mal zugreifen. Das ist schon mal gut. Also unser Cobblestone ist schon mal gerettet. Gerettet? Gerettet. Wie ist hier eine Spinne gespawnt? Wo denn? Bei mir im Haus. Achso. Ich habe alles abgesichert eigentlich. Eigentlich. Ja, aber auch wenn ich F7 drücke, Bro. Wenn ich F7 drücke, das ist hier nicht. Paver. Das reicht zwar nicht, wahr? Ja, gut. Ach, wahrscheinlich ist die Spinne da nicht geklettert irgendwie. Extractor-Modul einfach nochmal ein. Bist du hier hinten? Wo bist du jetzt gerade? Wo bist denn du? Ich mach gerade noch die restlichen Items. Also dauert das lange. Immer noch nicht fertig. Ja. Da kannst du mal sehen, wie viele Items wir haben, ne? Mal. Holy shit. So, ich setze hier gerade die zweite Etage drauf, auf das Haus dann, auf das Crafting-Haus. Weil echt der größte Teil, der da rauskommt, ist echt nur Cobblestone. Ich weiß gar nicht, wie man denn die andere Kiste abbauen kann. Ich glaube gar nicht, die verschwinden dann einfach. Na gut, wir brauchen sie eh nicht mehr. Die zweite Black Gold Chest jetzt, oder wie? Ja, ja. Also die erste, die alte im Prinzip. Die übrig ist. Willst du mal Fenster bauen? Ich glaube nicht, oder? Wir haben welche im System. Haben wir. Moment mal. Warum requestest du gerade Cobblestone? Ja.
Interesting. Interesting. Oh, es muss ja nicht mal fertig sein, Junge. Das kann nicht wahr sein. Hilfe! So. 82 Seiten. Um Gottes Willen. Please help me. Haben wir eigentlich noch Ölquellen irgendwo, die wir noch nicht angezapft haben? Oh, wir haben schon wieder 15 Minuten. Ja, heilige Scheiße. What the fuck? Oh mein Gott. Naja. Machen wir gleich nochmal ein kleines Päuschen. Ja, 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 nein, ja, nein. Ja. Ja. Was? 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 Hä? Hier float gerade das ganze Eisen durch. Und wir hatten doch hier oben noch Kohle. Wo der Ölbohrturm jetzt ist, da ist da noch eine andere Quelle. Ja, geht die weit, geht die tief runter oder ist die einfach nur oberhalb so? Ich hab keine Ahnung. Das ist schlecht. Aber so hatte ich mir das auch vorgestellt, dass das so funktioniert hier. Mit dem Items umlagern. Dass wir. Dass das echt so reibungslos funktioniert. Ich baue hier mal die Pumpe jetzt ab. Ja, kannst du schon abbauen. Vielleicht können wir dann die Quarry noch starten. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haben wir das Thumbnail mal gemacht, ne? Ja, das mit. Mit den flowenden Items. Gut, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Haut rein, macht's gut. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.